Schließlich überredet man ihn zum Verlassen des Busses, wobei er eine 20-jährige schwangere Lehrerin als menschlichen Schutzschild benutzt. Plötzlich versucht ein Polizist, De Nascimento zu erschießen. Doch er trifft die Lehrerin. Sie ist auf der Stelle tot, niedergestreckt durch drei Polizeikugeln. Im nachfolgenden Chaos wird auch De Nascimento getötet. Er erstickt unter dem Gewicht der Polizisten, die ihn festnehmen. Meine erste Reaktion war Entsetzen. Ich kritisiere nur ungern das Vorgehen anderer Polizeibehörden. Doch bei dieser Aktion ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Sie haben ihm den Rücken zugewandt. Einer der Beamten hat sich tatsächlich umgedreht und hat dem Kerl den Rücken zugewandt, weniger als einen Meter entfernt. Man kann verhandeln, Nahrung und Wasser im Tausch anbieten, also Dinge, die die Lage der Betroffenen erleichtern. Doch man muss eine Gegenleistung verlangen. Aber sich derart ungeschützt zu präsentieren, das ist eine Einladung, Polizisten zu töten. Das ist absolut frustrierend. Die Frau schreit, man kann richtig zusehen, wie sich die Katastrophe entwickelt. Der Mann ist völlig außer sich. Er hat sie bei den Haaren gepackt. Ein völliges Desaster. Die Kontrolle des Umfelds ist zusammengebrochen. Überall rennen Leute herum. Das totale Chaos. Völlig außer Kontrolle. Dies wäre ein idealer Moment gewesen. Der Mann hatte seine Waffe nicht auf das Opfer gerichtet und er wird nicht durch eine Glasscheibe verdeckt. Wenn man jetzt schießt, braucht man gar nicht lange zu überlegen. Sicher, es wäre ein tödlicher Schuss. Doch danach wäre die Situation bereinigt. Hier ist also nicht der Schuss selbst schwierig, sondern der Entschluss dazu. Entsprechend den Richtlinien wenden wir den gezielten Todesschuss an, wenn eine Bedrohung für uns selbst, für andere Mitglieder des Sturmtrupps oder für einen Zivilisten besteht. Die durchschnittliche Schussentfernung beträgt 25 Meter. Bei einer Geiselnahme hat man vielleicht 2 Zentimeter Spielraum. Man steht schon unter Druck. In Scharfschützenkursen wird immer auf die Medulla oblongata hingewiesen, den Rückenmarkfortsatz an der Schädelbasis. Trifft man dort, brechen die gesamten Körperfunktionen innerhalb eines Sekundenbruchteils zusammen. Wir sind auf fast jedes Szenario vorbereitet, egal bei welchen Witterungsbedingungen. So lagen wir schon stundenlang in einem Blizzard und schossen, nur um uns selbst zu beweisen, dass wir es schaffen. Dies ist ein 270-Meter-Schuss, also die Länge von 3 Fußballfeldern. Wir trainieren solche Distanzen für den Fall, dass es zu einer Geiselnahme in einem Hochhaus kommt und wir aus großer Entfernung treffen müssen. Das hier ist die SA-90. Das Abzugssystem stammt von Remington. Der geriffelte Lauf dient der Kühlung. Wenn man viele Schüsse abfeuert, heizt sich der Lauf auf und die Kugeln beginnen zu streuen. Normalerweise innerhalb eines Bereichs von 2 Zentimetern, doch die können entscheidend sein. Die Waffe ist mit einem Hochleistungszielfernrohr bestückt und verfügt über eine verstellbare Kolbenplatte. Wir schießen bis auf 450 Meter Entfernung. Jenseits dieser Marke nimmt die Zielgenauigkeit ab. Das ist ein 10-Cent-Stück, aufgestellt in einer Entfernung von 100 Metern. Ob Scharfschütze oder Mitglied des Sturmtrupps, das Risiko bei einem Einsatz ist hoch. Allein im vergangenen Jahr wurde das Detroiter SRT 30 Mal zur Überwältigung von verbarrikadierten Bewaffneten angefordert. Mehr als 30 risikoreiche Haftbefehle konnten vollzogen werden.
Häufig sind es Verbrecher, die in einer Welt jenseits aller Vernunft leben. So auch der 28-jährige Gerald Atkins. 14. November 1996. Atkins, ein ehemaliger Soldat, betritt das Fordwerk in Wixom, außerhalb von Detroit, bewaffnet und zu allem entschlossen. Was war der Zweck Ihres Angriffs auf das Fordwerk? Ein paar von den kommunistischen Bastarden umzulegen, die den Laden leiten. Atkins gibt der Werksleitung die Schuld für die unerwiderte Liebe einer Angestellten. Er kam und schoss auf die Wachleute. Ich tat es, um ihr zu beweisen, dass ich sie liebe. Ich saß im Fernsehen. Damals war ich Koordinator des Abseilteams und wir trainierten gerade, als es passierte. Das Team wurde sofort in Alarmzustand versetzt. Atkins betritt das Werk in Tarnkleidung. Er ist mit einem halbautomatischen M16-Gewehr bewaffnet. Plötzlich bemerkt er den Produktionsleiter Daryl Izzet. Wieso gerade er? Weil er zur Betriebsleitung gehörte. Woran haben Sie das erkannt? Weil er ein Walkie-Talkie hatte und hineinsprach. Trug er Hemd und Krawatte? Ja, Hemd und Krawatte und ein T-Shirt drunter. Ein Zeichen, dass jemand zum Management gehört? Na klar. Er schoss auch außerhalb des Werks auf Leute. Der Mann duckte sich hinter den Wagen. Aber ich hatte keinen Bock auf Spielchen, denn ich wollte noch ein paar mehr Leute umlegen. Also feuerte ich unter den Wagen, sodass die Kugeln vom Boden abprallten und seine Füße trafen. Sie wussten, wie man eine Kugel abprallen lässt? Da haben Sie verdammt recht, das wusste ich. Dann scheuchte er Leute in die Werkhalle zurück. Es fielen weitere Schüsse. Als ich mich ihm näherte, lag er zusammengekauert unter dem Schreibtisch. So, als ob er dort in Sicherheit wäre. Er fing an zu weinen, zu betteln. Es war ein Todesschuss, direkt ins Herz. Dann ging ich in den Fertigungsbereich, um noch mehr Leute aus dem Management zu suchen. Doch als die Polizei von Wixom eintrifft, wird Atkins vom Jäger zum Gejagten. Officer Marty Harp ist einer der Ersten am Tatort. Wir trafen zu schnell auf ihn. Wir hatten gerade erst über Funk die Information bekommen und da war er schon. Ich sah sie und wusste sofort, dass es Zeit war, für mich abzuziehen. Also feuerte ich ein paar Warnschüsse ab, nur damit sie wussten, dass sie mir nicht in die Quere kommen sollen. Wenn ihr mich abknallt, dann knall ich euch ab. Nach dem ersten Schusswechsel mit der Polizei verzieht sich Atkins auf eine Baustelle hinter der Fabrik. Mittlerweile sind Polizisten aus der gesamten Region eingetroffen. Atkins verwundet zwei von ihnen und flüchtet in das neue Kanalisationssystem. Er feuerte Salven ab, die über das Werksgelände hinausflogen. Aus den Röhren heraus nimmt Atkins Polizisten und Hubschrauber unter Beschuss. Inzwischen sind mehr als 100 Polizeibeamte vor Ort. Ich saß dort, wartete und wartete. Da draußen musste ein SWAT-Team sein, wie ich annahm. Was mich betraf, so war meine Mission beendet. Soeben erfahren wir, dass der Mann aufgegeben hat. Atkins wird von Mitgliedern des SWAT-Teams festgenommen. Er wird wegen schwerer Verbrechen in mehr als 20 Fällen angeklagt, einschließlich Mord. Zurzeit sitzt Gerald Atkins eine lebenslange Gefängnisstrafe ab. Auf dem Trainingsgelände des Detroit SWAT arbeiten die Teammitglieder an ihren Abseilfertigkeiten für den Fall, dass Gebäude von oben gestürmt werden müssen. Die alten Hasen üben das einmal pro Monat. Die Neulinge jedoch müssen sich im Laufe eines Tages 30 Mal abseilen. Die Bremse ist dran, fertig zum Abseilen. Hoffentlich bricht er sich nicht den Knöchel.
Ich wusste, dass jemand davon anfängt. Und dann verlegt das Team sein Training in den Himmel über Detroit. Mit Mut und Geschicklichkeit seilen sich die Männer Dutzende von Metern tief bis zum Boden ab. Eine Übung, die ihnen den begehrten Air Assault einbringt, das Abzeichen für Einsätze aus der Luft. Officer Sean Howitt wird dieses Erlebnis auf besondere Art in Erinnerung behalten. Ich wollte mir schon immer ein Tattoo machen lassen. Und weil das ja was Bleibendes ist, muss das etwas sein, das mir wichtig ist. Ich bin sehr stolz auf das, was wir tun und auf die Leistung, die ich beim Special Response Team gebracht habe. Das Trainingsprogramm ist sehr hart. Wenn du es absolviert hast, kannst du wirklich stolz sein. Also habe ich mir unser Abzeichen stechen lassen. Und dann dachte ich, was soll's, das Air Assault Abzeichen muss auch noch drauf. Das Abzeichen stammt ursprünglich von den Special Forces und ist so ziemlich von sämtlichen Einsatzteams übernommen worden. Das hier fühlt sich an, als ob dir etwas Scharfes über die Haut gezogen wird, wie bei einem Schnitt. Es ist auszuhalten. Aber wenn jemand erzählt, ein Tattoo tut nicht weh, dann lügt er. Toll. Ganz tolle Arbeit. Piece of work. One, two, three. Woo! This is my son Tristan. Das ist mein Sohn Christian. Christian ist 2 Jahre alt. Nach Feierabend oder am Wochenende versuche ich ihn so oft wie möglich zu besuchen. Dann spielen wir im Garten, gehen rüber in den Park oder auf den Abenteuerspielplatz. Wir machen Spaziergänge und halten nach Tieren Ausschau. Enten und andere Vögel sind das Größte für ihn. Und auf dem See gibt's alle möglichen Arten. Yeah, we're looking for birdies. That's it. Hold on both hands. Tough guy image that you have. Dieses harte Männer-Image, das zählt bloß auf der Arbeit. Dabei erhöht sich auch schon mal der Testosteronspiegel. Doch sobald ich von der Arbeit heimkomme und bei meinem Kleinen bin, lasse ich das alles hinter mir. So sehr ich meinen Job auch liebe. Wir alle im Team lieben unseren Job. Doch es ist eben bloß ein Job. Nach 8 Stunden Arbeit haben andere Dinge Vorrang. Die Ehefrauen und Kinder. Dann ist es Zeit für die Familie. Vater zu sein und gleichzeitig Polizist ist oftmals ein schwieriger Balanceakt. Das beginnt schon mit den Unregelmäßigkeiten im Dienstplan. Du nimmst dir vor, dein Kind zu besuchen, da geht plötzlich der Beeper los. Und nachdem er sich tagelang darauf gefreut hat, dich zu sehen, sollst du einem 2-Jährigen erklären, dass du zur Arbeit zurück musst. Das ist keine leichte Aufgabe. Das Dasein von SWAT-Polizisten könnte gegensätzlicher nicht sein. Die Arbeit, das Zuhause, Leben und Tod. Nur allzu oft vermischt sich das und wird letztlich zur Normalität für die Männer. Das Team ist unterwegs zur 2. Drogenrazzia an diesem Tag.